Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Blütenmeer. Nein, ich meine natürlich auf meinem Kanal. Heute mit einem Thema, das zumindest mich mal wieder ziemlich aufregt an meinem BMW iX3, wobei das jetzt nichts Elektroautospezifisches ist. Ich bin mir relativ sicher, das wird bei ziemlich vielen BMWs genau so sein, wie es bei ihm hier auch ist. Wir reden heute über die automatische Geschwindigkeitsübernahme des Driving Assistant Pro. Der kann ja aufgrund von Topografien, aufgrund von Geschwindigkeitslimits die Tempos selber einstellen. Das kann man auch nutzen. Ich zeige euch heute aber auch so Szenen, ja, wo das eher grenzwertig ist mit der Nutzbarkeit des Ganzen. Wir machen das relativ einfach, indem wir auf die A44 fahren, einmal mit 110 im Tempomat, einmal mit 130 im Tempomat, einmal mit 150 im Tempomat. Ich selber werde während der Fahrten weder bremsen noch Gas geben. Lenken werde ich ihm auch überwiegend überlassen. Ich zeige euch aber auch, wo er dann an die Grenzen kommt mit dem Selbstlenken. Und wir schauen uns das jetzt einfach zusammen an. Dann kann ich euch am besten erklären, ja, wo mein Problem mit dem Auto liegt. Ich muss mal gucken, vielleicht hänge ich euch am Ende auch noch so ein kleines Schmankerl dran, so ein Teaser für ein zukünftiges Video. Deswegen, ihr denkt auch dran, Kanal abonnieren ist immer eine gute Idee, weil hier kommt noch ganz viel auch zu dem Auto und zur Elektromobilität natürlich sowieso. Wir beginnen jetzt also auf der A44, Auffahrt Velbert-Langenberg Richtung Ratingen und gehen dann auf die 535 Richtung Wuppertal. Ich aktiviere jetzt den Driving Assist Pro. Da kommt jetzt die Fehlermeldung, weil die Kamera davor ist, hat aber auf die keine Auswirkungen auf das Auto. Und ihr seht, 130 ist jetzt grün geworden im Tacho. Das ist die Geschwindigkeit, die er von alleine wählt. Das ist die Autobahnrichtgeschwindigkeit, die er also automatisch einstellt, wenn ihr den Driving Assistant einfach so aktiviert, ohne eine Geschwindigkeit ansonsten anzugeben. Und jetzt hält er halt den Abstand zu dem vor uns fahrenden Motorrad. Und das Lenkrad ist auch grün, er lenkt also aktiv momentan auch. Das wird er natürlich gleich einstellen, wenn wir jetzt dann abbiegen auf die 535. Denn wenn man den Blinker setzt, nimmt er automatisch die Lenkhilfe raus. So, wir gehen mal auf die linke Spur. Da kann ich euch nämlich auch noch was zeigen. Das heißt, er beschleunigt jetzt wieder auf 100, na, er würde auf 130 beschleunigen. Der Motorradfahrer ist jetzt wieder drüben. Wahrscheinlich wird er aber gleich schneller da durchfahren als wir. Denn jetzt kommt die Kurve und ihr seht, er versucht Gas rauszunehmen, nimmt jetzt mehr Gas raus, ist aber zu schnell, um selber noch lenken zu können. Das Lenkrad ist grau geworden. Wenn ihr da jetzt mit aktivem Assist reingefahren wärt, dann gute Nacht, Marie. Das muss man halt wissen, dass er sich von alleine dann verabschiedet. Jetzt beschleunigt er wieder auf die 130 hoch, ist es immer noch unbegrenzt. Das heißt, er kehrt zu dem ehemaligen Tempo wieder zurück. Und wir fahren jetzt Richtung Velbert. Da kommt dann nämlich gleich eine Geschwindigkeitsbegrenzung und da schauen wir uns dann an, was er dort macht. Moment, fahren wir jetzt einfach. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt die Landschaft genießen, aber außer Lärmschutzwänden sieht man hier gerade aktuell nichts. Rechts haben wir dann gleich ein Gewerbegebiet und wir nähern uns jetzt der Autobahnbrücke, die jetzt eine ganze Zeit lang auch saniert wurde. Inzwischen ist die Sanierung aber abgeschlossen. Da ist jetzt zum Glück keine Baustelle mehr, aber auch so hätte ich euch das zeigen können. Ihr seht, jetzt blendet er mir ein 100-Schild ein. Das ist das 100-Schild hier vorne, das merkt er auch sehr frühzeitig und hat jetzt am 100-Schild dann auch die 100. Theoretisch könnt ihr auch eine Toleranz eingeben, dass das Auto also ein paar km/h schneller oder langsamer fährt als erlaubt. Er steht aktuell auf Null Toleranz. Das heißt, er wird jetzt immer das versuchen, was die Verkehrsschilder auch zulassen. Da vorne kommt eine Blitzkiste, deswegen fahren die Leute auch nur noch 93, 92. Keine Ahnung, jeder Tacho hat eine Voreilung, also man kann hier problemlos mit Tacho 100 durchfahren. Aber gut, das ist noch eine ganz andere Geschichte, dass Leute, ist vielleicht auch ein deutsches Phänomen, sich dann im Vorfeld schon schuldig fühlen und weniger fahren, als eigentlich erlaubt wäre. So, jetzt haben wir eine ganze Weile noch 100.
Da müsst ihr dann mit mir zusammen durch, denn wir schauen uns dann an, was passiert, wenn die 100 gleich aufgehoben sind. Das dauert noch einen Moment. Jetzt könnt ihr wirklich ein bisschen Landschaft sehen, sofern das Weitwinkel das zulässt. Und wir nähern uns jetzt langsam dann, hier ist Tönnisheide, als nächstes kommt Wülfrath und hinter Wülfrath ist dann die Geschwindigkeitsbegrenzung auch wieder aufgehoben. Da vorne wird jetzt die 100 aufgehoben, er zeigt mir das auch an. In 150 Metern ist die Beschränkung aufgehoben, jetzt 50, jetzt hat er sie erreicht. Und jetzt beschleunigt er wieder auf 130 hoch. Ich habe am Lenkrad hier nichts geändert. Das heißt, er hat sich das von vorhin gemerkt, dass 130 gewählt war, durch ihn automatisch. Ich hatte da selber ja gar nichts dran getan. Und ich fahre jetzt zu meinem Wendepunkt. Drehe dort und dann machen wir den gleichen Versuch auch nochmal mit dann von mir eingestellten 150 km/h. Schauen, was dann passiert. Und dann machen wir noch eine dritte Runde mit 110 km/h und schauen, was dann passiert. Die Rückfahrt werde ich euch jetzt nicht mitfilmen. Das ist, denke ich mal, relativ unspektakulär, dass ich jetzt einfach immer hier hin und zurück fahre. So, jetzt sind wir also wieder an der Auffahrt Felbert-Langenberg, wo wir vorhin aufgehört haben. Aktiviere wieder den Driving Assistant. Er will wieder 130 einstellen, aber diesmal möchten wir 150 fahren. Das heißt, ich nehme jetzt hier mit dem Lenkrad, Hebel, Knopf, Schaltwippe, die nehme ich zweimal nach oben. Ich habe ihn so stehen, dass er 10 km/h Steps macht und dann kann man dann von 130 auf 150 oder auf welche Geschwindigkeit auch immer man möchte dann einstellen. Das heißt, jetzt ist 150 vorgewählt. Ihr seht auch im Tacho die 150 grün. Das heißt, das ist seine Geschwindigkeit, die er aktuell auch versucht zu fahren. Jetzt gehen wir gleich hier wieder auf die 535 rüber. Ich habe aktuell auch keine Route drin, die ihm bei der Kurve hier vielleicht auch noch mal ein bisschen helfen könnte. Aber auch wenn ich eine Routenplanung drauf habe, was macht denn der BMW da vorne, schafft er die Kurve einfach nicht. Er reduziert jetzt wieder selbstständig das Tempo, würde aber jetzt hier den BMW rammen, wenn ich nicht eingreifen würde. Ihr seht es, die Linien sind wieder grau, er kann hier nicht selber lenken. Die 110 sind wahrscheinlich einfach zu schnell für ihn. Ich weiß nicht, warum er da nicht langsamer wird. Die Teslas, die gingen hier in der Kurve so auf knapp über 90, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hoch, fuhren da aber komplett problemlos mit dem Autopilot durch. Aber gut, die Lenkhilfe des BMW soll heute ja auch nicht das Thema sein. Heute geht es erstmal um die Geschwindigkeitsregelung. Das mit dem Lenken ist nur so ein Beifang und ich muss mal gucken. Ich glaube, nachher mache ich euch auch noch ein zusätzliches kleines Ding, so ein Schmankerl noch rein. Ja, der langsamere Fahrzeuge verzögert da einwandfrei drauf, überhaupt kein Problem. Hält auch genügend Abstand. Er erkennt jetzt auch wieder, dass da vorne 100 kommt. Also er fängt jetzt gar nicht mehr an, großartig zu beschleunigen. Das macht ja auch keinen Sinn, weil in 450, 400 Metern kommt das 100er Schild. Das klappt auch überwiegend ganz gut. Insbesondere bei so uralten Tempolimits. Warum er jetzt hier so spät erst verzögert, fragt mich nicht. Manchmal hat er das so, normalerweise hat er eigentlich am Schild die erlaubte Geschwindigkeit. Und jetzt haben wir das gleiche Spiel wie eben. Jetzt müssen wir halt hier durch diesen 100er Bereich uns einmal durch, ja, quälen, wie immer man das nennen will, bevor wir dann wieder auf die freie Strecke kommen und wir dann schauen können, was er dann macht. Ihr seht im Tacho-Display jetzt so eine blaue Markierung. Das ist halt die bis 130 km/h, also das, was deutsche Richtgeschwindigkeit halt zulässig wäre. Das ist dieser blaue Bereich, der ganz am Außenrand des Tachos jetzt sichtbar ist. Aktuell fahren wir aber 100, weil hier ist ja nur 100 erlaubt.
Jetzt erkennt er wieder, 100 wird gleich aufgehoben, 100 Meter noch. Jetzt ist 100 aufgehoben und er beschleunigt von ganz allein wieder auf die 150, die ich ja ursprünglich mal eingestellt hatte, hoch. Das heißt, er hat sich gemerkt, okay, der Lenz, der wollte mal 150 fahren heute im Laufe des Tages. Er hat zwischendurch keine neuen Eingaben am Lenkrad gemacht. Also wird er wahrscheinlich auch jetzt immer noch 150 fahren wollen. Natürlich hätte ich jetzt hier mit den Wippen auch eine andere Geschwindigkeit einstellen können, aber ich denke, ihr habt es gesehen, da jetzt keinerlei Veränderungen vorgenommen, ganz bewusst nicht. Er hat halt die 150 jetzt nach der Begrenzung wieder von allein aufgenommen. Das ist das, was ich euch an dieser Stelle zeigen wollte. Jetzt drehen wir dann gleich wieder rum und dann kommt die 110er Runde. Und ein drittes Mal auf die Autobahn. Diesmal, wie gesagt, möchte ich 110 fahren. Jetzt hat er erst die Geschwindigkeit, die ich eingegeben hatte beim Aktivieren. Jetzt wieder die 130. Das heißt, ich muss jetzt zweimal mit dem Daumen nach unten. Dann habe ich meine 110, die ich jetzt gerne fahren möchte. Die werden auch grün. Das heißt, er versucht jetzt die 110 auch zu erreichen. Die Strecke ist jetzt natürlich die gleiche wie die ganze Zeit. Es geht ja um einen Vergleich. Das heißt, wir fahren gleich wieder auf die 535 Richtung Wuppertal. Diesmal nähern wir uns dann jetzt der Kurve da hinten natürlich nur mit 110, weil die habe ich ja eingestellt und die hat er auch eingestellt. Kommen jetzt auch mal gleich gucken, was er macht, solange der da auf der linken Spur nicht noch langsamer wird. Warum auch immer der die ganze Zeit die linke Spur benutzt, aber egal. So, jetzt nimmt er wieder Tempo raus. Ne, die 110 will er hier immer halten in dieser Kurve. Kann er natürlich nicht. Jetzt versucht das immerhin. Jetzt wird er wieder grau. Das kann aber auch sein, weil ich jetzt den Blinker nehmen musste, aber spätestens hier steigt er aber auch. Ich bin die Kurve oft genug mit ihm gefahren, dann aus. Also die schafft er einfach nicht. In der anderen Richtung ist 80 als Tempolimit, da kommt er dann problemlos durch. Also er müsste einfach in dieser Kurve noch viel, viel langsamer werden als die 110. Als menschlicher Fahrer kommt man da mit 110 locker durch, aber die elektronischen Systeme, die sind ja begrenzt, die dürfen ja nicht so schnell, die dürfen nicht solche hohen Querbeschleunigungen fahren, wie ein Mensch sie fahren würde. Das war das richtige Wort. Deswegen müsste er da einfach viel mehr Tempo rausnehmen, so wie die Teslas, ich hatte es ja gesagt, gemacht haben. Die fuhren da so 91, 92, glaube ich. Und dann geht das da auch problemlos durch. Ihr seht, das ist das Muttertagsverkehr. Selbst mit meinen 110 bin ich hier dann jetzt nicht der Schnellste. Aber jetzt kommen ja auch gleich wieder die 100. In 350 Metern, 250 Metern. Also er hatte dieses neue Schild, hat er irgendwie noch nicht richtig. Er sieht noch ein älteres, das stand hier ungefähr. Aber jetzt haben wir halt unsere 100. In real sind das, glaube ich, 97. Ich habe es mal mit dem GPS mir angeguckt. Also auch die Blitzkiste da vorne, die wäre jetzt überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt ümmeln wir da halt wieder diesen 100er Bereich entlang. Wie vorhin, ich werde keinerlei Einstellungen am Lenkrad vornehmen. Ich werde weder bremsen noch Gas geben noch sonst irgendwas machen. Das Auto fährt hier jetzt wieder allein, die Kurven sind auch alle harmlos, das heißt, ich habe die Hand auch nur am Lenkrad, damit er nicht meckert. Also das macht er alles völlig problemlos.
So, jetzt sind dann gleich die 100 wieder aufgehoben. Und jetzt passt mal gut auf den Tacho auf, was er jetzt macht. Ich habe, wie gesagt, von den 110 vorhin nichts verändert. Und er stellt jetzt von ganz allein 130 ein. Ich gehe jetzt wieder auf die 110 runter, muss das aber manuell machen. Nochmal, die 150 vorhin hat er sich gemerkt. Es ist kein Problem, dass er sich nicht eine voreingestellte Geschwindigkeit merken könnte. Er will sich keine Geschwindigkeiten unter 130 merken. Über 130 geht problemlos. Das gleiche wie beim Audi. Also völliger Raserzwang, nenne ich es mal. Ich werde bevormundet, gerade im Winter, wenn ich 110, 120 nur fahren will, um halt Reichweite rauszuholen, bin ich nach jedem Tempolimit, bin ich dann am Runterschalten. Und ich lasse euch jetzt die Kamera bewusst etwas länger laufen als vorhin, denn ich zeige euch gleich noch was völlig Bescheuertes. Also das regt mich jedes Mal wieder auf. Da müssen wir jetzt noch ein paar Meter fahren, dann kann ich euch das gleich zeigen, worum es geht. So, jetzt hat er also 120 in 200 Metern, in 150 Metern, in 100 Metern. Und was macht er jetzt? Er beschleunigt auf 120. Ich habe immer noch 110 voreingestellt. Er sieht dort vorne auch schon das 100er Schild. Beschleunigt jetzt kurzfristig auf 120 hoch, um dann wieder auf 100 runter zu gehen. Wie cringe ist das bitte? Bei einer Aufhebung, kompletten Aufhebung von dem Tempolimit, finde ich es schon völlig bescheuert, was er macht. Aber wenn ich 110 eingegeben habe und er sieht ein 120er Schild, dann 120 fahren zu wollen. Wer bitte programmiert sowas und vor allen Dingen, wer nimmt sowas dann ab den Programmierern? Das ist doch völliger Bullshit, was diese Karre macht. Und wie gesagt, das ist nicht die Karre. Das sind BMWs allgemein, jedenfalls mit meinem Operating System. Das sind Audis, die das genauso machen. Mein e-tron hat das genauso gemacht. Der Q7 Werkstatt-Ersatzwagen, den ich hatte, hat es genauso gemacht. Der Audi A4 Werkstatt-Ersatzwagen, den ich hatte, hat es genauso gemacht. Also jetzt auch kein Problem hier meines BMW iX3. Das ist ein Problem deutscher Programmierer, deutscher Software, wo offensichtlicherweise mal wieder keiner unter realen Bedingungen sowas testet. Oder wo es vielleicht unter der Würde von den Testfahrern von Audi und BMW ist. Mit Mercedes konnte ich es jetzt noch nicht probieren. 110 fahren zu wollen, auch wenn theoretisch 130 oder 120 erlaubt ist. Gerade bei den 110er-Runden, die ich für euch ja auch schon mal verbrauchserfassend gemacht habe, schalte ich diese automatische Geschwindigkeitsübernahme sogar komplett ab, weil die so völlig schwachsinnig ist, dass ich dann lieber auf den hier auf die Verkehrszeichenerkennung achte, um dann halt in Baustellen selber die Geschwindigkeit richtig anpassen zu können. Ja, also liebe Freunde bei BMW und bei Audi, da müsst ihr ran. Sowas kann nicht sein. Und es kann, wie gesagt, auch nicht die Begründung gelten, dass das Auto das nicht könnte, sich ein Tempolimit zu merken, eben eine voreingestellte Geschwindigkeit zu merken zwischen Tempolimits, weil mit den 150 klappt es ja auch. Das klappt auch mit 160, das klappt mit 140, das klappt mit 170, es klappt aber nicht mit 110 oder 100 oder 90 oder was auch immer. Nee, wirklich nicht. Wir gucken gleich nochmal auf dem Rückweg. Werde ich euch das vielleicht auch gleich nochmal zeigen. Ich lasse die Kameras mal laufen, werde euch aber jetzt da unter Umständen dann den Schnitt reinmachen und blende euch dann an der entscheidenden Stelle das vielleicht wieder ein. Ich hatte euch ja auch noch einen Schmankerl versprochen. Das kommt jetzt. Wir sind jetzt am Autobahndreieck. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, auf jeden Fall das Dreieck 535 mit A44. Auf der A44 wird munter gebaut. Hier ist jetzt gerade 80 in der Kurve, wie ich euch auch sagte. Die fährt er dann allein. Das ist jetzt die Gegenrichtung. Hier ist 80 erlaubt. Hier war auch schon immer 80 erlaubt, also soweit alles gut. Er kämpft jetzt ein bisschen, kommt aber durch. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Hier ist jetzt 80 aufgehoben, das Schild, das überliest er eigentlich immer, ist jetzt nicht weiter wild, der fährt dann hier halt weiter 80. Hier kommt jetzt 80 beidseitig, weil Baustelle. Die Baustelle ist sogar so, dass wir uns jetzt gleich einfädeln müssen, weil die ist hier einspurig.
Das heißt, die A44 wird mal wieder neu gemacht. Die ist zwar eigentlich noch relativ jung, aber hier ist es jetzt einspurig. 80 ist immer noch erlaubt. Mehr ist nicht erlaubt. Und jetzt entscheidet er mal eben selbstständig in der 80er Baustelle, dass er 130 fahren will. Und wenn ich jetzt nicht bremsen würde, würde er jetzt auch locker auf die 130 hoch beschleunigen. Bis dahin, dann hat er erst wieder das nächste 80er Schild, das er als solches wahrnimmt. Und solche Dinger hat er relativ häufig. Ich sagte ja schon, ich mache euch da nochmal ein extra Video zu. Das wird wahrscheinlich den Titel tragen, warum ich mir noch relativ unsicher bin, ob das wirklich so mit den autonomen Autos klappt. Ja, damit denke ich zum Abspann für heute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das auch gern unten in die Kommentare, ob ich das mal wieder zu eng sehe oder ob ich es dann mal wieder übertreibe. Aber ich habe für sowas einfach null Verständnis. Warum kann er schneller als 130 jederzeit speichern? Warum kann er unter 130 nicht speichern? Ich fahre jetzt selten 110, aber 120 fahre ich im Winter häufiger mal. Und dann habe ich auf der A1 zum Beispiel schon das Problem, dass ich nicht nur, wenn aufgehoben wird, ständig wieder einen runternehmen muss, weil er will dann ja 130 fahren, sondern dass auch ganz viele Ecken sind, wo halt 130 tagsüber erlaubt ist. Also es gibt ein Tempolimit auf 130. Auch da will er dann immer 130 fahren, obwohl ich 120 eingestellt habe. Wie gesagt, schreibt mir das gerne rein, wie ihr das seht, in die Kommentare. Ich weiß nicht, was sowas soll. Warum kann ich schneller fahren als Richtgeschwindigkeit, aber nicht langsamer? Ist das unter der Würde von einem BMW? Wie gesagt, Audi geht genauso. Ist das unter der Würde von einem Audi oder einem BMW-Fahrer oder unter der Würde der Testfahrer der Fahrzeuge? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich finde es halt einfach doof, weil das schränkt für meinen Zweck die Nutzbarkeit dieses Systems eindeutig ein. Und dafür ist es zu teuer und dafür behaupten die deutschen Autobauer ja auch, sie bauen zu hochentwickelte Autos. Wenn solche Grundfunktionalitäten schon schief gehen, bin ich jetzt da irgendwie ein bisschen anderer Meinung. Ja, zu dem anderen Thema mit den Tempolimits, die dann, sagen wir mal, kreativ ausgelegt werden, mache ich euch noch ein zweites Video zu. Ihr denkt dran, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nämlich auch nicht. Für heute, denke ich, soll es mal wieder gewesen sein mit meiner Meckerei von eurem Stefan Lenz.